Mein Vater, Alex Mason, gab alles auf, was er hatte. Sicher ein Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiß Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich
hasse dich. David, warte. Geh zurück zur Armee. Wie damals bei Mams Tod. Lieutenant Connor North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei, schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden, analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und diesen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Das Feuer ist schuld. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Böser Feuer, die Entwickler bereitet einen Angriff vor. Wenn Sie einen Kampf wollen, dann bekommen Sie ein. Bewegung! Mason, hörst du mich? Was gibt's, Hass? Die Pegelabdruck nähern sich eurer Position, etwa 1 Kilometer nördlich. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. Was ist mit Woods? Können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem Ort zum anderen. Wir vermuten, dass Savimbis Leute sich bald melden. Mörser haben aufgehört. Aber da kommen sie! Da kommen sie, meine Brüder! Kämpf, meine Brüder! Erledigt.
Kürzer. Du musst sie uns vermeiden. Nicht den Konvoi verlassen! Schalte die Panzer aus, Hans! Ich leite Angriff ein! Verdammt, sie wird vom Boden aus beschossen! Irgendwann landet einer von denen ein Glückstreffer! Gute Arbeit, Hans! Das sind ein paar MG-Laster, die auf dich zielen! Ich kann erst wieder anfliegen, wenn die MG-Laster wechseln! Ich kümmere mich um sie! Schwere Panzer. In einem Scheiß-Sumpf sterben. Ich nähere mich jetzt im Konvoi! Der Kahn passt zu Savimbis Infos. Wo sollte da drauf sein? Bring uns Langsatz! Verdammt, ich werde beschossen! Scheiße, wir stürzen uns
Wir haben Kanonenmotor am Arsch! Ohne Kampf lassen wir uns nicht gehen! Das letzte Kanonenboot. Okay, Mist. Wir sind sicher. Mach den Container auf. Hilf mir mal, Mason. Komm schon, Mann. Oh mein Gott. Woods, bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Woods? Frank. Frank! Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hudson? Jolie. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Wir müssen los. Komm schon, Woods. Ich helf dir. Ich hab dich, Bruder. Voraus. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten.
Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Das sind nur Kinder. Continua chorando por sua mãe? Você quer ser criança ou quer ser homem? Mexe-se, procura a área toda por eles. Gehen wir. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Jetzt! Scheiße, sie haben uns gesehen! Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Jetzt! Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Zusammenbleiben! Position halten. Sie sind direkt vor uns. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Mullah Rahman.
Kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka. Как ты? Дель. Как сказано. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten. Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt! El americano le está diciendo que no se mueva. Maul halten! Él piensa que está en control, pero él no es. Ich sagte Maul halten! Die Waffen runter! Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Du Hurensohn! Wir sind unterwegs. Geh zum Strand! Steht die Evakuierung! Negativ, wir sind allein. Zum Fluss gehen! Verdammt, Sechsen! Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her! Was zur Hölle ist da hinten passiert? Lass den Scheiß Hatzen! Sie kommen näher! Wir brauchen mehr Zeit! Enemigo! Frank, wir kommen raus. Nein. Scheiß Russen. Verdammt, kein Entkommen. Oh, was soll das?
schon Angst? Heilung! Na los! Also, wir haben ihn nicht. Ihr könnt mich nicht töten. Ihr könnt mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehre, Freundschaft. Ja. Das ist genau wie du, Kleiner.